Hallo zusammen, ich bin Sven von students.ch TV, hier am Place to Be, natürlich an der Fantasy Basel. Ja, die Leute haben sich schon eingefunden, um reingehen. Und ja, tun wir doch mit denen gemeinsam ein bisschen rumnerden. Das ist Narsil, das ist das Schwert von Aragorn, Arathorns Sohn, Thronerbe von Gondor, Isildur Serbe. Sehr schön. Boah, ich nerd da voll ab, ey. Nerdgasm. Das ist der Sarumans Stab. Kann man heute davon ausgehen, dass ich nicht Angst haben muss, weil vorne der Boba Fett hat mich fast umgebracht. Wirklich? Ja. Also, aber... Habe ich leider nicht gesehen, aber sonst ist einer grundsätzlich sicher, ja. Okay, da bin ich froh. Danke vielmals. Danke, Herr Robocop. Danke. Noch einen schönen Tag. Okay, scheiße, Mann. Ahoi, du bist hier ein Seemann, du bist kein Landrodde? Ich bin keine Landrodde, nein. Du bist kein Landrodde, du hast sogar hier authentisch dein Met, dein... Methorn. Wo hast du den Schatz vergraben? Ja, das sag ich nicht. Doch, das musst du mir sagen. Nein. Mein Junge, sag mir, wo der Schatz vergraben ist. Nein. Okay, danke trotzdem auch, ich wünsche dir noch viel Spaß. Merci, zum Skol. Skol. Was sagen Sie heute so an der Fantasy Basel? Was ist so Ihr Schlagwort für heute? Bezaubernd. Bezaubernd? Ring ding 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 banana phone. Ring ding 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 banana phone. Können wir den Banana Dance machen? Denn? Ja, Mann. Hey, Fantasy Basel, was meint ihr so? Ah, ist geil. Ist besser als Slasher. Ja, also, was meinst du, macht er gerade? Achterbahn? Oder ist er ein bisschen Polizeiauto rumfetzen? GTA? Man weiß nicht. Wow, sind ihr? Kili und Fili. Ah, von der Hobbit? Ja. Zeigst du es noch? Kili. Fili. So cool, hey. Viel Spass noch. Was meinst du so zu der Fantasy Basel? Ja, meine ja. Finde ich auch cool. Also herzig. Ah, Zombies. Ich liebe Zombies. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. No, I'm Batman. No, I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. Okay, du bist der Batman. Wie würdest du jetzt da dich als Vegeta beschreiben? Von wo bist du für unsere Zuschauer, die vielleicht Dragon Ball nicht kennen? Wer kennt Dragon Ball nicht? Kurze Zusammenfassung. Ich bin der Vegeta-Prinz vom Planet Vegeta. Ganz wichtig. Und ich bin ein bisschen Drama-Queen. Willst du noch irgendeine Pose machen, die der Vegeta machen will? Er ist immer beleidigt, doch so. Das Beste ist, sie hat gar keine Ahnung, dass ich da stehe. Oder ein Silent Hill Statement, so. Kill it. Kill it. Frau Faun, können wir Sie schnell für ein Interview noch entführen? Sie sind der wunderbaren Welt von Narnia entsprungen, sehen Sie das richtig? Genau, ja. Cool. Wie sind Sie da hergekommen? Durch den Schrank? Oder? Durchs Bild. Durchs Bild? Ah, lässig. Cool. Kostüm ist selber gemacht? Oder? Alles selber. Alles gemacht. Selber mit den Stelzen auch. Super. Hey, wirklich cool. Sie sehen wunderbar aus, my lady. Du siehst mega badass aus. Hat dir das schon mal jemand gesagt heute? Nein, nicht wirklich. Wer stellst du da? Eigentlich vom LARP, Damedes Zweifels. Das heisst von Conquest of Mythodea. Okay, sagt mir jetzt nichts, aber hast du das Kostüm selber gemacht? Nein. Ui, du. Aber ja, es wäre ein bisschen aufwendig gewesen, zum selber. Nur mal den Helm ins Hemd, das ist schwer, fast von der ganzen Rüstung. Darf ich nicht mal anlegen? So, students.ch ist da ein bisschen... Boah, aber das Teil, du, das ist wirklich schwer. Aber ich nehme hier mein Käppchen wieder. Das war bis jetzt eines der besten Kostüme an der Messe. Und schon einige gesehen heute. Super, weiter so. Danke dir vielmals. Also wenn ich mich verkleiden würde, dann würde ich wahrscheinlich schon... Das reizt mich schon sehr, die Pferdemaske im Sektor. Der Robocop wieder, he? Grüezi wohl. Ja, hallo. Mal ohne Helm, mal außer aus dem Dienst. Genau. Ja. Es ist ja immer noch alles sicher. Vorher musste ich mal Zombies in den Schach halten. Danke so vielmals für genau. Ihre für die Sicherheit gewährleistet hier an der Fantasy Basel. Danke, Herr Robocop. Dankeschön. Ja.
Ja, also meine Damen und Herren, es ist ein bisschen stickig in dieser Maske drin. So, meine lieben Leute, Fantasy Basel ist jetzt leider für uns angelaufen. Wir haben alles gesehen, was das Nerdherz so begehrt. Wir haben Ezios gesehen, Batman, Jokers, Hulks, alles Mögliche. Und ja, wir hoffen auch, ihr habt euren Spass gehabt. Und ja, hoffentlich bis nächstes Jahr. Ich packe jetzt mein Cosplay für und verabschiede mich mal. Bis zum nächsten Mal.